Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Simon Max Save the World. Mittlerweile in Episode 3 angekommen. So. Das ist aber eine glänzende Nase. Fast so glänzend wie deine. Wenn du nicht aufpasst, glänzt deine Nase gleich blutrot. Wie wir gesehen haben, der spiegelt sich hier in der Nase, der Kollege. Naja. Hey, es bleibt kleben. Vielleicht können wir ihn ja damit ein wenig überlisten. Ja, wollt ihr euch noch ein bisschen mehr blamieren? Aber wirklich nur ein bisschen. Mich. Okay. Das wird schon werden. Ich setze 10 Millionen. Ihr müsst wieder nur einen Chip setzen. Seid ihr dabei oder nicht? Na gut, dann gucken wir mal. Tja, ein Chip geht. Tja, schade, Fifi. Ihr habt verloren. Der Hund gewinnt. Was? Ihr habt geschummelt. Was redest du da, Lennart? Wie sollen wir denn geschummelt haben? Ihr Schnitzelflüsterer auszahlen. Mama! Warum hast du mich nicht beschützt? Ich bin ruiniert. Lass uns gehen, Max. Lennart will jetzt sicher mit seiner toten Mutter allein sein. Ja, lass uns mal ausprobieren, ob wir das Rattenklatschen 10 Millionen Mal hintereinander spielen können, ohne dabei umzukippen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. So, dann haben wir auf jeden Fall... Oh, Quietscheentchen. Ein Quietscheentchen-Aschenbecher. Die Spielzeugmafia weiß eben, wie man Spaß beim Rauchen hat. Das auf jeden Fall. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt erstmal genug Geld für das Abhörgedöns. Moment, haben wir die eingesteckt? Ich hoffe doch mal. Ja. Haben wir. So, Bosco, wir haben ein bisschen was für dich zum Eintauschen. So, bitteschön. Wir möchten was kaufen. Oui, oui, monsieur. Okay, Stinkebüchs, hier sind die 10 Millionen. Oh, beim eiligen Odeur von Saint-Gainsbourg, das sind keine amerikanischen Dollar. Nein, aber es sind immerhin 10 Millionen. Die Preise bei Ted Hubert sind manchmal recht nützlich. Einverstanden. Hier ist euer Mini-Abhörgerät. Das ist eine Wanze. Exactement. Funktioniert das Teil denn auch? Frage damit beantwortet. Und jetzt hört zu, ihr Schwachköpfe. Ich bin eine Wanze. Setzt mich im Feindgebiet ab und ich beschaffe alle verfügbaren Informationen. Sammelt mich wieder ein und ich gebe jedes Wort wieder. Jedes einzelne Wort. Wir werden dich in einigen haarigen Situationen einsetzen. Meinst du, du kommst damit klar? Ich war in Vietnam, Jungchen. Du willst gar nicht wissen, was ich schon durchgemacht habe. Da haben sie sogar Schmetterlinge abgeschlachtet. Schmetterlinge! Und nicht nur das. Ich habe auch gesehen, wie sie Larven umgebracht haben. Larven! Um deine Frage zu beantworten, ja, ich komme damit klar. Und jetzt hau ich mich noch eine Runde aufs Ohr. Also los, steck mich in deine Tasche, Schwachkopf. Los! Jawohl, ja. Sehr schön. Tolle Wanze. Na, ich ist noch... Oh, da sind hier noch Spielchips übrig. Okay. So, dann schauen wir uns gerade mal hier draußen nochmal um. Was gibt's mittlerweile in dem Automaten hier? Whee! Sind das? Tatsächlich, sie haben den Kaugummi-Automaten mit Antidepressiva befüllt. Wie deprimierend. Sehr gut. Myra's Thumb schockiert Publikum mit neuer Frisur. Wenn das die Schlagzeile ist, ist anscheinend wirklich nichts passiert. Ich rede nie über die Schlagzeilen. Ich mache lieber selbst welche. Na gut, so Max. Das goldene Alien-Liebesviereck. Ich wusste gar nicht, dass unter Alien-Boulevardblättern so ein Konkurrenzkampf herrscht. Ja, scheinbar schon. Haben sie einfach mal noch Elvis mit reingepackt.
geht's hin, Sam. So, dann jetzt ab, zurück. Teddy Bears, mafiafreies Zuckerland und Casino. Au, ja! Schauen wir mal, ob wir die Wanze sinnvoll einsetzen können. Willkommen in Teddy Bears, mafiafreiem Zuckerland und Casino. Wir haben hier die gefräßigsten einarmigen Banditen der ganzen Stadt. Hm. Das wissen wir ja schon. Mann, Lennart. Du möchtest vielleicht mal eine Wanze haben? Organisches Abhörgerät. Sehr schön. Schauweise auch direkt vor dem einarmigen Banditen spawnt. Immer noch kein Gewinn. Wir verschleudern hier nur unser Geld, Sam. Halt, wie lautet das Passwort? In Ordnung, lass rein. So, Wanze, erzähl doch mal. Hast du alles mitbekommen? Ja, ich hab alles. Also hör zu, sie haben Folgendes gesagt. Halt, wie lautet das Passwort? Oh Mann, ich bin doch heute schon mindestens 100 Mal durch die Tür gekommen. Erkennst du mich immer noch nicht? Was läge an den Bärenköpfen? Die würden alle gleich aussehen. Lass die Knarre liegen, nimm die Cannolis. In Ordnung, du darfst rein. Und jetzt lass mich in die Tasche. Los! Jawohl, ja. Sehr gut, dann schauen wir noch mal, dass das passt. Wie lautet das Passwort? Lass die Knarre liegen, nimm die Cannolis. In Ordnung, du darfst rein. Dankeschön. Wie, das war's? Wo ist das Essen? Hier hinten muss es doch wohl ein Buffet geben. Hey, schau mal, das muss Teddy Bear sein. Wo wollt ihr zwei denn hin, hm? Wer, wir? Wir schauen uns nur ein bisschen um. Das haben wir hier nicht so gerne. Ich bin Chuckles, der Spieltischboss. Ich habe euch beobachtet. Und wie lange hast du uns schon beobachtet? Lange genug. Und, bin ich in den letzten 10 Minuten größer geworden? Eure Strategie beim Pokern war ziemlich einfallsreich. Was willst du damit sagen? Das war gute Arbeit. Ihr habt außerdem irgendwie das Passwort aufgeschnappt, mit dem man in diesen Raum kommt. Nicht übel. Ich bin beeindruckt. Die Spielzeugmafia kann Leute mit Hirn und ohne Skrupel gebrauchen. Na, interessiert? Auf jeden Fall. Was? Mafia? Das gefällt mir. Ich könnte mir keinen Job vorstellen, den ich lieber machen würde. Zumindest nicht für die nächsten 5 Minuten. Ich wollte schon immer ein Schläger werden. So ganz offiziell, meine ich. Ihr habt eure eigenen Tierkostüme mitgebracht. Damit habt ihr Initiative bewiesen. Bevor wir euch aber in die Familie aufnehmen können, müsst ihr 2 Aufträge für uns erledigen. Chuckles, schlechte Neuigkeiten. Das Original-Buletten-Sandwich wurde geklaut. Wie gesagt, ihr müsst 3 Aufträge für uns erledigen. Und was sind das für Aufträge? Ach, das Übliche. Ihr müsst jemanden bearbeiten, jemanden umlegen und einen Gegenstand wieder beschaffen, der uns gehört. Wen sollen wir bearbeiten? Einen Ladenbesitzer aus der Gegend. Er weigert sich, unsere Produkte zu verkaufen. Nehmt diese Teddybären mit und sorgt dafür, dass er sie vorne in seinem Laden auf den Tisch ausstellt. Kein Problem. Die Bude heißt Boscos Null Service Store. Klar, kein Problem. Wen sollen wir umlegen? Eine Zeugin macht Probleme. Sie will gegen uns aussagen. Ihr sollt sie zum Schweigen bringen. Ihr Name ist Sybil Pandemic. Zum Schweigen bringen? Mit einem Knebel? Knebelt sie einfach mit eurer Knarre. Du willst, dass wir Sybil umbringen? Ja, und seid nicht zimperlich. Andere mögliche Zeugen sollen gleich wissen, was sie erwartet. Ach ja, wir überwachen die Frau. Wir behalten euch also im Auge. Ja. Okay. Was sollen wir für euch wieder beschaffen?
Bestimmt dieses gammelige alte Sandwich, oder? Das Original-Buletten-Sandwich ist für unsere Organisation von großem sentimentalem Wert. Ich will, dass ihr den widerlichen Drecksack, der es geklaut hat, findet, bevor er das Sandwich weiterverkaufen kann. Hört sich nach echter Detektivarbeit an. Macht mit dem Dieb, was ihr wollt. Es wäre allerdings gut, wenn wir jedwede Verantwortung in diesem Fall abstreiten könnten. Okay, alles klar. Erledigt diese drei Dinge, Sam und Max. Und ihr werdet so wie wir werden. Sprachlich überfordert? Nein, Mitglieder der Spielzeugmafia. Oh, okay. Alles klar. Wir wollen mit deinem Boss reden. Niemand redet mit Don Teddy Bear, dem Chef der Spielzeugmafia. Wird ihm da nicht langweilig? Außer andere Mitglieder der Spielzeugmafia. Oh, das erklärt so einiges. Passen die Gardinen zum Teppich? Die Gardinen? Ich erzähl euch mal was über die Gardinen, Freunde. Nein, schon in Ordnung. Vielleicht ist eins seiner Hobby ja Innenarchitektur, Sam. Lassen wir es lieber nicht drauf ankommen. Wir sehen uns später. Ein kleiner Rat, weil ich euch zwei mag. Seid vorsichtig, wenn ihr der Spielzeugmafia den Rücken zukehrt. Ja. Oder am Arbeitsplatz? Meins. Lasst die Finger davon. Och. Whee! Bedrohliche Tür. Ah ja, da haben wir dann die ganzen Monitore. Hey, von dort kann man den gesamten Spielbereich des Casinos überwachen. Und noch ein paar andere Orte. Oder auch Mary Tyler Moore. Wer hat dir das verraten? Ah ja, genau, da haben wir auch Sibyl. Na gut zu wissen. Fahren wir wieder zurück ins Büro. Wir müssen ja ein bisschen Detektivarbeit erledigen. Leonard ist auch irgendwie wieder weg. Ist mir mal aufgefallen. Zeig mir den Schotter. Zeig mir das Sandwich. Zeig mir den Schotter. Zeig du mir das Sandwich, dann zeig ich dir den Schotter. Ich zeig's dir ehrlich. Zeig du mir einfach... Ihr beide. Na, du Depp. Versuchst du bei Jimmy was loszuwerden, Leonard? Vielleicht ein Buletten-Sandwich, Leonard? Ein geklautes Buletten-Sandwich, Leonard? Mein Bettlaken meiner Mutter bleibt mir vorm Leib, ihr zwei, sonst mache ich euch kalt. Mach keinen Quatsch, Leonard. Wir sagen einfach, dass wir drei das Sandwich zusammen gefunden haben. Vielleicht drückt die Spielzeugmafia ja sogar eine Belohnung aus. Ja, Leonard. Sie wissen zwar, dass du ein gieriger Mistkerl bist, dem man nicht trauen kann, aber sie werden dir bestimmt glauben. Guter Einwurf, Häschen. Das läuft nicht, Lassie. Oh, vielleicht hätte ich meine Lippen nicht bewegen sollen, als ich das eben gedacht habe. Ja, wahrscheinlich. Entschuldigung, könnte es sein, dass du uns mit einer harmlosen Spielzeugpistole bedrohst? Einmal Betrüger, immer Betrüger. Stimmt's, Leonard? Was? Nein! Mach ihn fertig, Kleiner. Na endlich und los geht's! Oh. Oh. Mama! Okay, Leonard, verrätst du uns, wo das Sandwich ist? Oder müssen wir erst ungemütlich werden, hä? Nichts verraten, nichts verraten! Ich verrate euch gar nichts und ihr werdet mich nie zum Reden bringen. Nie! Weiß deine Mutter, was aus dir geworden ist? Sag nichts über meine Mama. Meine Mama ist eine Heilige. Ist sie die Schutzpatronin des Mikrowellenfertigessens? Dann hat sie nämlich einen weiteren Anhänger. Warte mal, Max. Ich glaube, wir haben seine Achillesferse gefunden. Nämlich seine erbärmliche Ausdrucksweise oder seine lachhaft schlechte Grammatik? Weder das eine noch das andere. Wir zeigen dem Mistkerl, wo es lang geht, indem wir seine Mutter fertig machen. Du meinst... Ganz genau, Max. Es ist Zeit für ein paar Witze über seine Mutter. Yay! Nein, nicht. Alles, nur das nicht. Leonard, deine Mutter ist so fett. Sie ist so fett, da wird sogar die Milch im Sommer sauer. Irgendwie kann ich mir nie die Pointen merken. Lustig, die Pointen weiß ich, aber ich kann mich nie an die Anfänge erinnern.
Tja, Max, dann werden wir den Kerl im Team bearbeiten müssen. Pass auf, ich lege vor. Okay, jetzt haben wir ein paar deine Mutterwitze. Ja, fangen wir mal da mit an. Deine Mama ist so fett. Was könnten dazu passen? Naja. Sie hat mehr Falten als ein Origami-Akkordeon. Oh, das ist wahr. Das funktioniert. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Erwachsene Männer zum Heulen bringen. Ein Spaß für die ganze Familie. Auf jeden Fall. Okay. Deine Mama ist so vulgär. Naja. Bei ihrer Ausdrucksweise würde sogar ein Hafenarbeiter rot. Oh, das tut so weh. Ja, wir kommen voran. Machen wir weiter, Kleiner. Okay. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Deine Mama ist so flott. Sie würde sogar bei einem Limbo-Wettbewerb einschlafen. Oh, Mama, aufhören! Wir haben es fast geschafft. Machen wir weiter, Kleiner. Oh ja! So, und das vielleicht mal. Deine Mama ist so überpünktlich. Sie war sogar zu früh zu ihrem eigenen Begräbnis. Aufhören, bitte! Sag uns einfach, wo das Sandwich ist, dann ist der ganze Spuk vorbei. Nein! Verpassen wir ihm noch einen, Sam. Okay. Deine Mama ist so strahlend. Säße sie in Atommüll, würde das keinem auffallen. Okay, okay. Ich sag euch, wo das Sandwich ist, aber lasst meine Mama in Ruhe. Aber klar, wir würden doch nie etwas Ehrenrühriges über deine tote Mutter sagen. Das Sandwich ist noch im Casino. Ich habe es im Preisfach des einarmigen Banditen versteckt und dann den Arm mitgenommen, damit es niemand aus Versehen gewinnen kann. Was uns gleich zur nächsten Frage bringt. Wo ist der Arm? Hier, ich habe ihn dabei. Danke, du Depp. Wie konnte uns das nur entgehen? Vor lauter Spielzeugpistole ist mir der dritte Arm gar nicht aufgefallen. Wir sollten zum Casino fahren und uns das Sandwich besorgen. Wir sehen uns, du Penner. Halt, wollt ihr mich nicht erst losbinden? Hallo, Jungs? Jimmy? Oder sonst jemand? Ja, ich glaube, du sitzt da ganz gut. Mal ein bisschen hier rumsitzen lassen. Wenn wir eh schon mal hier sind, gucken wir mal kurz bei Sybil vorbei. So, hallo. Hi, Sybil. Nein, nein, ihr habt die falsche Person erwischt. Ich meine, Damenperson. Damenperson? Hieß so nicht diese Puppe mit dem Riesenkinn, die immer die Kinder erschrocken hat? Oh, Sam, Max, ihr seid's. Ich dachte schon, ihr werdet Killer und wollt mich umbringen. Nun, Du scheinst verständlicherweise etwas angespannt zu sein. Vielleicht solltest du auf koffeinfreien Kaffee umsteigen. Was? Ach ja, die Kaffeetasse. Ich habe schon länger keinen Kaffee mehr, aber ich bin so nervös, dass ich trotzdem ständig aus der Tasse trinken will. Schon komisch, wie man durch Stress auf seine reflexartigen Gewohnheitshandlungen reduziert wird. Ist mir sowas auch passiert? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und, wie läuft es so in deinem neuen Beruf? Oh, Sam, als Berufszeugin hat man es nicht nur mit Dramatik vor Gericht zu tun. Die Spielzeugmafia hat gedroht, mich auszuradieren, wenn ich gegen sie aussage. Sie hat dich mit einem Radiergummi bedroht? Nein, Max. Ich glaube, sie wollen mich ermorden. Oh nein. Und wirst du trotzdem aussagen? Ich habe leider bemerkt, dass ich zu Prinzipien treu bin, um es nicht zu tun. Und das gerade jetzt. Tja, Prinzipien sind schon was Lästiges. Ich habe gehört, man kann sie sich jetzt chirurgisch entfernen lassen. Hast du schon mal daran gedacht, deinen Tod vorzutäuschen, um dir die Spielzeugmafia vom Hals zu schaffen? Das wäre ja eine Lüge. Es würde das zunichte machen, wofür ich als Berufszeugin stehe. Dicke Honorare? Bestechung? Korruption? Die Wahrheit. Du bist wirklich ein Relikt. Ich meine das als Kompliment. Ich mochte schon immer alles, was alt ist. Okay. Wir sehen uns später.
Das weiß ich doch. Ihr seid die Einzigen, denen ich noch trauen kann. Autsch. Sie versteht es wirklich, einem Schuldgefühle zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Na komm dann. Hat eine Tasse. Füllen wir mal nach. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.